Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Da. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee. Ja, halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reef? Ja. Wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird... stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die das Schäden Stichwort beheben. Das Stichwort heißt hier.
Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Mako-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist... Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Das gedacht, ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt.
Erst einmal werde ich... Nein, ich sollte doch lieber... Obwohl, vielleicht doch lieber das? Stehen bleiben! Ha? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hättest du gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt... Was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Oh. Gnade gibt es nicht. Das wird so nichts.
Die Ruhe weg, Mann! Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Eris befreien! Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein. Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold! Unsere Ansichten divergieren wohl. Vermutlich erkennt ihr das nicht. Aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. Meine Chance! Stromschlag! Voller Kraft! Gleich siehst du sterben! Bring es hinter uns! Bis hier uns weiter! Schlägt uns auf!
scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Oh, diese Augen. Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Hey, was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Geht klar! In Deckung! Ihr seid gekommen! Ja. Aeris! Tifa! Marlene geht's gut! Dank dir! Wir reden später. Verschwinden wir. Was war denn das bitte? Los. Aeris! Was jetzt? Ihr nach. Ist der Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, echt nicht? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin.
13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist in Kon. So ein Mist. Was nun? Ah!